Servus Leute, ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Na, ich hatte ja eine kleine Pause auf YouTube, aber nichtsdestotrotz, jetzt geht's wieder weiter. Ja, heute gibt's einen Lesemonat oder Lesemonate sind es ja mittlerweile, ich glaube Mai, Juni, Juli, so in dem Dreh. Deswegen kommt auch ein bisschen was zusammen. Ja, deswegen fangen wir gleich damit an. Das erste Buch aus meinem Lesemonat, ja, oder meinen Lesemonaten, ist Krieger des Lichts, ja, von Jasmin Romana Welsch, die publiziert in dem im Sternensand Verlag. Ja, selbst aus Österreich, eine österreichische Autorin, die ich auf der Leipziger Buchmesse kennenlernen durfte. Ja, ich lese euch das hier mal ganz kurz vor. Mia ist 16 und hat diese seltsame Gabe. Sie kann Gefühle lesen und jeden Menschen in ihrer Umgebung sofort als Neider oder Lügner entlarven. Was sich nützlich anhört, ist im Alltag eine Bürde. Mia ist eine Einzelgängerin, die mit erschreckender Regelmäßigkeit gegen Straßenlaternen läuft, weil sie sich unter vielen Menschen kaum konzentrieren kann. Als sie sich eines Tages verfolgt fühlt, beginnt eine Verkettung seltsamer Zufälle, die ihr Leben aus der Bahn werfen. Das sind auf einmal diese Monster und der Junge mit dem Bogen über der Schulter, der für einen Helden viel zu viel flucht. Als am nächsten Tag auch noch der schönste Mann der Welt bei ihr zu Hause auftaucht und sie bittet, auf sein Internat zu wechseln, steht fest, dass bald nichts mehr so sein wird wie früher. Vielleicht gibt es sogar Engel, Dämonen, aber das kann Mia nur herausfinden, wenn sie sich auf ihr Schicksal einlässt und eine Ausbildung zur Wächterin beginnt. Ja, wer mehr darüber erfahren will, ich habe da vor einer Weile mittlerweile ein Video drüber gemacht. Ja, da könnt ihr ein bisschen mehr drüber erfahren. Ich fand es echt klasse. Ich freue mich schon drauf, die anderen beiden Teile zu lesen. Ja, ich bin zwar jetzt noch nicht dazu gekommen, weil da sind einige andere Bücher noch dazwischen geraten. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dann kam Percy. Ich habe ja von meiner lieben Freundin, von der Janine, von The Empire of Books, ja, die fehlenden Teile in der Percy Jackson-Reihe geschenkt bekommen und deswegen habe ich mich dann aufgemacht, ja, diese griechischen Mythen über Percy Jackson mir reinzuziehen, endlich mal. Ja, das ist hier der zweite Teil, glaube ich, im Bann des Zyklopen. Ich glaube, ihr wisst, um was es bei Percy Jackson geht. Ja, der junge Mann ist der Sohn von Poseidon und ja, der hat Stress mit den Göttern und mit den Titanen und ja, erlebt da richtig krasse Abenteuer ja, in der mythischen Götterwelt ja, Griechenlands sozusagen, ne, über die olympischen Götter. Ja, ich habe mir im Band des Zyklopen reingezogen und als nächstes Percy Jackson, der Fluch des Titanen. Ja, ich lese euch das jetzt erstmal nicht vor. Ich denke, viele werden es selber schon gelesen haben oder wissen, um was es in dieser Reihe geht. Ja, die Schlacht um das Labyrinth, auch ein echt cooler Teil, und dann hier das Finale der Percy Jackson Reihe, die letzte Göttin,
Ich fand die Bücher schon immer cool aus dem Carlsen Verlag. Ja, die Covers sind irgendwie hübsch, finde ich. Hat was in dem, ja, von dem her, ja, war durch die Bank weg. Eigentlich hat es mir wirklich getaugt. Auch, ja, das ein oder andere Mal dachte ich mir, buch, ist ein bisschen too much, aber im Großen und Ganzen fand ich doch diese Percy Jackson Reihe wirklich, wirklich gelungen. Und ich würde jetzt nicht die Top-Bewertung auspacken. Ich würde, das ist ein, wirklich eine gute 11-Punkte-Bewertung, würde ich jetzt mal sagen. Von dem her alles gut und ja, sollte man echt nicht verpassen, weil das hat schon was. Ich freue mich, dass ich es endlich mal nach so vielen Jahren, dass es diese Reihe gibt, mal gelesen habe. Tja, wie ihr wisst, bin ich ein ja, sehr großer Tolkien-Fan und ab und zu zieht es mich in die Welt um Mittelerde und da muss ich mir einfach mir mal wieder eins der Bücher reinziehen und ich hatte ja, bei Audible, glaube ich, heißt dieses Hörbuch von Amazon, ich hatte da noch ein Buch frei, ein Hörbuch und da dachte ich mir, warum nicht mal das Silmarillion hören, ja? Und ja, das hier ist das Buch, aber ich habe mir das Silmarillion einfach mal als Hörbuch reingezogen. Das ist eine ganz neue Erfahrung irgendwie gewesen, sich dieses ja, für den normalen Leser echt krass langatmige Buch und wirklich nicht leicht zu lesende Buch reinzuziehen. Das als Hörbuch ist schon eine Erfahrung, aber ich wollte es irgendwie nicht missen. Ja, als nächstes habe ich eine Trilogie gelesen, leider nur als E-Book. Mal gucken, ob ich mir die Bücher noch holen werde. Ja, das ist 13, das erste Buch der Zeit von Rose Snow. Aber das ist so ein komisches Synonym. Ich verstehe es immer nicht so wirklich, warum Autoren sowas machen. Das ist ein Autorinnen-Duo, so viel ich weiß. Die beide als Autorinnen zusammen ein Buch schreiben, gemeinsam irgendwie. Und eben unter dem Synonym Rose Snow. Whatever. Würdest du einen Blick in die Zukunft riskieren? Entdecke die neue Romantasy-Trilogie der Bestseller-Autorin Rose Snow. Naja, whatever. Nach dem Tod ihrer Tante ist die 17-jährige Lizzie gezwungen, zu dem Patenonkel ihres Vaters aufs Land zu ziehen. Doch statt der erwarteten Langeweile begegnet ihr der geheimnisvolle Rowan, mit dem sie regelmäßig aneinander knallt. Dabei hat Lizzie völlig andere Sorgen, denn die ganze Kleinstadt steckt voller Geheimnisse und das größte davon scheint sie selbst zu sein. Was hat es mit den knisternden blauen Blitzen auf sich, die Lizzie auf einmal sehen kann? Ja, da wird noch vergessen, dass Lizzie noch eine Schwester, die heißt glaube ich Alexa, hat, mit der sie eben gemeinsam zu diesem Patenonkel ihres Vaters zieht. Ja, die Familie hat echt ziemliches Pech gehabt. Vor Jahren sind die Eltern beim Autounfall ums Leben gekommen und sukzessive der ganze Rest der Verwandtschaft. Erst vor kurzem die letzten beiden
Blutsverwandten bei einem Flugzeugabsturz. Und alles ist irgendwie total verwirrend, als sie in diese, ja, zu diesem Patenonkel ihres Vaters kommen, in diese Kleinstadt. Ich fand's richtig, richtig cool. Ja, es hat, das kann ich mal spoilern, es hat ein kleines bisschen was, nicht mit Zeitreise, nee, sondern mit so Art Visionen der Zukunft und Visionen der Vergangenheit und auch ein bisschen mit Gedanken und Verhaltensmanipulation zu tun. Das ist sehr mysteriös und ich habe die ganze Trilogie gelesen, also 13, das erste Buch, das zweite Buch und das dritte Buch der Zeit. Von dem her, ich bin schon echt, war echt cool, war toll. Ich gebe da gerne 11 Punkte für die ganze Trilogie. Von dem her war echt unterhaltsam und hat mir wirklich gut gefallen. Dann kam mir eine Netflix-Serie dazwischen und ich musste unbedingt das Original mal wieder aufarbeiten. Deswegen habe ich mir Anne of Green Gables oder Anne auf, nee, halt dieses hier, Anne of Green Gables und Anne auf dem Weg ins Glück. Das musste dann einfach sein. Ich habe mich nämlich in diese tolle Netflix-Serie Anne with an E verliebt und ich finde die so cool. Ja, da ist jetzt vor kurzem, glaube ich, die zweite Staffel rausgekommen. Und das behandelt eben als so eine coole, coole Serie Anne of Green Gables, der Klassiker von Lucy Montgomery heißt die gute Frau. Lucy Montgomery. Ja, falls ihr nicht wisst, was das ist, um was es da geht bei Anne of Green Gables, da geht es um das Waisenkind Anne. Anne Shirley, glaube ich, heißt sie, ja. Ein Geschwisterpaar, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die eben auf der Farm Green Gables auf Prince Edward Island leben. Das ist so an der Ostküste von Kanada gelegen, so eine größere Insel. Die kommen schon ein bisschen in die Jahre und die wollen einen Jungen adoptieren und der soll ihnen so als Erben dienen und natürlich auch als jemand, der die Farm mithilft zu bewirtschaften. Aber dummerweise gibt es da ein bisschen ein Durcheinander. Und anstatt dass ein Junge als aus dem Weißen Haus nach Green Gables reist, um adoptiert zu werden, schlägt da eben die quirlige, rothaarige Anne Shirley auf und bringt alles irgendwie total durcheinander. Lest die Bücher, denn es gibt da einige Bücher eigentlich, also Teile. Das sind zusammengefasste, das sind glaube ich mehrere, da sind mehrere drinnen, mehrere Bücher, deswegen sind die auch ein bisschen dicker. Lest die Bücher, die sind unheimlich toll, aber wenn ihr die Serie auch euch mal reinziehen wollt, die ist für sich genommen auch ein echt, echt toll.
Ich bin so hin und weg. Ich fand die auch die Darsteller, die Darstellerin von Anne unheimlich cool und alles so toll gemacht und die ganze Kulisse auf Prince Edward Island und die Green Gables ist mir das so echt gelungen gemacht. Ja, das waren meine Lesemonate bis zum Juli, eben von Mai bis Juli. Schon ein bisschen was zusammengekommen. Mir hat es eigentlich echt gut getaugt. Dass in der Zeit leider ein bisschen weniger Videos, bis eigentlich gar keine gekommen sind. Das wird sich in Zukunft, denke ich, wieder ändern. Aber manchmal passiert es eben, dass du zu nichts kommst. Und da müssen dann leider Gottes manche Hobbys ein bisschen drunter leiden. Und tja, wie soll man es machen? In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.